Liebe Schwestern, meine lieben Brüder, wir werden Zeugen einer Revolution. Einer Revolution, die nicht so ist, wie wir Revolutionen vielleicht gewohnt sind, wenn wir etwa an die französische denken oder die russische oder weil wir in diesem Jahr ja auch das Jubiläum der großen Befreiungsrevolution der 68er feiern, etwa der sexuellen Revolution. Diese Revolutionen, so sagt es ja schon die Redensart, frisst ihre Kinder. Sie begräbt unzählige Menschen unter sich. Viele bleiben dabei auf der Strecke. Diese Revolutionen, die mit einem großen angestauten Hass, der gespeist wird von Unterdrückung oder auch von Ideologie, aber am Ende scheitern diese Revolutionen. Was ist das für eine Revolution, deren Zeugen wir heute werden? Eine ganz bescheidene und doch die alles entscheidende Revolution. Es ist eine zunächst Ein-Mann-Revolution. Es ist eine göttliche Revolution. Christus hat dafür 12 Leute. Das ist überschaubar. Was ist der Sinn dieser Revolution? Und sie dauert bis heute an. Der Sinn dieser Revolution ist, diese Welt, wie sie ist, als gefallene Welt, als eine Welt, die ja nicht einmal, so denken wir das oft, bei dem bösen Adam am Beginn, sondern der Adam ist sehr langlebig. Diese Welt, die bis heute immer wieder von Gott abfällt. Und je mehr sie sich von ihm distanziert, degeneriert sie. Wir können das in allen geschichtlichen Epochen, wir können das auch in der Gegenwart beobachten. Vielleicht mehr denn je. Der Auftrag dieser Revolution ist einfach. Treibt die unreinen Geister aus. Das Erscheinungsbild dieser Revolutionäre ist noch einfacher. Wir haben das gehört. Erschreckend einfach ist das. Keinen Vorrat, kein Proviant, keine Ausrüstung, einen Wanderstab, Sandalen und das, was sie am Leib tragen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Revolution Christi, die seither in der Welt ist, seitdem er diese 12 zu zweit ausgesandt hat. Und sie dauert bis heute an. Wir sehen allerdings, dass wir nicht nur gehorsame, sondern auch lernbereite Jünger vor uns haben, die da ausgesandt werden. Denn zunächst lautet der Auftrag nur, die unreinen Geister auszutreiben. Aber die Jünger tun mehr. Sie haben ihrem Meister gut zugehört. Sie haben ihn gut beobachtet. Denn das Evangelium sagt uns, die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Das Erste, was Jesus getan hat. Überhaupt der Anlass seiner Botschaft, der Anlass seines Kommens, die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Sie trieben viele Dämonen aus. Das hat Jesus ihnen ausdrücklich aufgetragen. Und sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Als Zeichen der wirklich zärtlichen Zuwendung Gottes. Gerade zu denen, deren Leben bedroht ist. Für alle offenkundig. Wir können uns einem kleinen Gedankenexperiment hingeben. Ich stelle mir eine beliebige Domkirche in Deutschland vor oder auch woanders. Und es ist eine Weihe oder eine Aussendungsfeier, wie wir das dann manchmal nennen. Und der Bischof sagt die Worte des Evangeliums. Diese Leute kriegen keine besonderen Gewänder, sie bekommen auch keine Bibel in die Hand gedrückt, so als Anstandsgeschenk, sondern sie bekommen nur den Auftrag, die unreinen Geister auszutreiben. Ganz im Ernst. Wenn das dann in allen Domkirchen geschähe, immerhin könnte man sich auf das Evangelium berufen.
dann könnten wir uns auch in unserer Fantasie vorstellen, wie die Schlagzeilen lauteten in den Medien. Die Kirche wendet sich ab von ihrem gesellschaftlichen Auftrag. Jetzt sind sie alle durchgeknallt, je nachdem welches Medium, können wir uns die Art der Überschriften aussuchen. Sie verabschieden sich von ihrer politischen Aufgabe, von ihrer kulturellen Aufgabe. All das, liebe Schwestern und Brüder, gesellschaftspolitisches Engagement, kulturelle Prägungen, all das ist nicht von der Hand zu weisen. Das geht immer einher mit der Kirche. Aber wenn die Kirche diesen Grundauftrag vergisst, das erschreckend einfache Erscheinungsbild der Kirche, ebenso wie das durchaus erschreckende, der erschreckenden Auftrag, den Jesus hier erteilt, dann hört sie auf, Kirche zu sein. Dann ist sie wirklich nur noch irgendeine Vereinigung von irgendwem, die irgendwelchen politischen oder kulturellen Interessen dient. Dieser Tage konnte man von einem Ordensmann wieder den Aufruf lesen: Nun nehmt die Welt endlich an, wie sie ist, und lauft nicht immer irgendeiner ideal vorgestellten Welt nach. Das ist das Ergebnis einer Verbiegung, eines inneren Verbogenseins. Wer will die Welt annehmen, wie sie ist? Wenigstens die Revolutionäre in Frankreich oder in Russland, die hatten zumindest in einer sehr säkularisierten und entstellten Form noch die Vorstellung, dass sie diese Welt verändern wollten. Aber wir gehen inzwischen darüber hinaus und sagen, wir müssen die Welt annehmen, wie sie ist. Wer will das? Wer will ernsthaft diese Welt annehmen, wie sie ist? Mit all ihrem Leid, ihrer Ungerechtigkeit, zahllose Beispiele könnte man anführen. Nein. Der Auftrag der Christen und das ist überhaupt der Sinn, dass Christus in diese Welt kommt, ist, diese Welt aus ihrer Degeneration wieder zurückzubringen, ihr sozusagen auf die Sprünge zu helfen, dass sie ihren Ursprung entdeckt, Gott. Und dass sie so zu sich selber kommt, dass sie nicht permanent von sich selbst entfremdet. Und das heißt von Gott entfremdet, durch diese Welt stolziert und permanent scheitert. Treibt die unreinen Geister aus. Soll ich einen nennen? Nehmen wir mal das große Stichwort Geld. Können wir sagen, ja, aber das ist ja kein unreiner Geist. Ja. Jesus ist da offenbar anderer Meinung, wenn er sagt, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Jesus weiß um diese wahnsinnige Kraft, die von diesem Urdämon ausgeht. Und überlegen Sie einmal, ob es einen einzigen Tag Ihres Lebens gibt, an den Sie sich erinnern, wo Geld keine Rolle gespielt hat. Für Ihre Entscheidungen. Wo Geld nicht der Grund war für einen Streit, für Auseinandersetzungen. Wo Sie sagen, besser haben. Es gibt viele Beispiele dafür. Treibt die unreinen Geister aus. Und das sollen die Apostel durch ihr Erscheinungsbild, indem sie nur mit dem blanken Hemd und Sandalen und einem Wanderstab kommen, vormachen. Ich weiß, wir können uns jetzt zunächst darauf stürzen und sagen, ja, aber diese Dienstlimousinen und der Bischof, da fangen wir dann meistens mit an. Die Kritik ist vielleicht auch nicht unberechtigt, aber wir beziehen es wieder zu wenig auf uns selber. Aber dieser Kritik muss sich die Kirche und alle, die in ihr ein Amt haben, auch stellen, berechtigt stellen. Dieser Auftrag Jesu besteht bis heute. Und wir können uns fragen, wenn wir dieses Evangelium hören, wie bringen wir uns in diesen Auftrag ein? Entweder, indem wir uns als Kranke und Bedürftige von Gottes Zärtlichkeit berühren lassen, indem wir uns selber schicken lassen, möglichst einfach, und diesen Urauftrag Jesu fest im Blick haben, dass es darum geht, die Obsessionen dieser Welt zu lösen und nicht ihnen zu dienen, wie wir das als Kirche leider auch oft tun, sie zu lösen, die Menschen davon zu befreien,
damit sie hinfinden und geheilt werden an ihrem Ursprung, an dem lebendigen Gott.